Willkommen zurück zu Final Fantasy Tactics A-Quadrat, Diebstahl im Labor. Oh mein Gott! Es geht los. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ach, an die Mission erinnere ich mich. Es besteht kein Zweifel, das ist mein Stein. Das freut mich zu hören. Es scheint ein sehr seltener Magnet zu sein. Ja, so ist es. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Ach was, das war doch selbstverständlich. Was geht denn jetzt los? Da der Stein nun wieder bei mir ist, habe ich für euch keine weitere Verwendung. Und warum lässt du mich denn nicht einfach gehen? Das ist doch der Schuft aus dem Rupi-Gebirge. Gute Arbeit. Ich bin schon unterwegs zu Baron Bertoli. Den Rest überlasse ich dir. Du hast bei allem freie Hand. Unglaublich. Ihr steckt tatsächlich alle unter einer Decke. Du bist noch am Leben? Unfassbar, du hast mehr Glück als Verstand. Damit ist unser Gespräch beendet, oder anders formuliert, eure Anwesenheit bedarf es nicht länger. Kollektive Auswirkungen, oh mein Gott. Kollektive Auswirkungen wären... Weiß ich jetzt gar nicht. Oh mein Gott, ich weiß es nicht! Warum weiß ich es nicht? Gute Frage. Nächste Frage. Nein, 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 ficken, nein. So, Sid, wo bist du? Da, ach, da bist du. So, was bin ich jetzt? Ich muss gucken, worauf ich... Ah ja, okay, alles klar. Okay. Schadensmodifikator. Da sind wir noch ganz klar dabei. Ganz klar dabei. Ja, er ist natürlich schneller als ich. Dann nehme ich halt einen Schluck von meiner geilen Buttermilch-Erdbeere. Ah, die ich meinem Papa aus dem Kühlschrank geklärt habe. Nur schade, dass es kein Bananentrink ist. Oh ja. Allzu viel zieht ja aber nicht ab mit mit Blitzatem, also das geht ja wohl noch. Das ist, das liegt ja noch voll im Rahmen. Ja. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um einen, ja. Aber um wen, ja? Komm, schnappen wir uns mal den hier. Den sieht aus dem Bedürfnis. Ja, Kokonattacke, okay. Ja gut, Konter ist nicht so. Aber der Unterschied zwischen Konter und Konterattacke, Konter ist nur ein ganz normaler Schlag, den er absondert, ja. Und Konterattacke ist der eineinhalbfache Schaden, also noch mehr Schaden würde ich kassieren und das können wir doch unterlassen, oder? Dann schnetzen wir lieber mal schnell einen Paladin, der irgendwie voll viel Leben hat und ich das total und nicht feier und ja. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt Feuerpeitsche mache? 49. Kollektive Auswirkung? Wär's ja nicht, ne? Ich würde ja keine kollektive Auswirkung haben, aber... Aber... Abgesehen davon, wäre ein Jäger als nächstes dran. Wenn ich DSP Feuerpeitsche lahmlege... Schade. Wäre da nichts nachgekommen. Wir müssen es ja irgendwie aufteilen, ne, wa? Oder wie mache ich das am besten? Mit drei lasse ich unten Sid und mich und Nobur lasse ich mal nach oben pilgern, ja.
Ich weiß nicht, ich will das irgendwie nicht so. Prozent, 65%, 60%. Ach, ganz ehrlich. Oh ja! Voll ins Gesicht! Guck mal, du kannst sowieso noch nichts machen, ne? Du kannst auch gar nichts, ne? Du bist so total unnötig. So, aber ich würde sagen, wir schnappen uns als erstes den Wissenschaftler und geben dem mal hart aufs Maul. Wenn der liebe Sid auch mal Rückstoß könnte, ja. Dem ist aber nicht so. Ah, ich bin ein schwuler Hund, ich kann Auto, Regina. Am Arsch. Mir kommt es immer so vor, als wäre ich zu laut. Aber eigentlich ja nicht. Eigentlich. Der heilt sich jetzt, oder? Der schützt den dicken Waldläufer? Warum? Jason fühlt sich ganz stark, was? Biatsch! Friss das! Bäm! Schade, dass sie jetzt nicht nah genug aneinander stehen für einen Zauber. Weil, wenn ich den Fettsack da und den Paladin jeweils mit Eis erwischen würde, würde ich den Paladin zweimal mit Eis erwischen, weil er den Fettsack beschützt. Oh yeah. Was geht? Wieso zieht denn der so motherfucking viel ab? Victor. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem Kampfmagier mal schleunigst nach oben laufen sollte und, naja, ich weiß auch nicht, heilen sollte. Wenn mich der... Oh Gott. So eine Attacken hasse ich ja, ne? Wenn da nichts steht, ey. Nur Fragezeichen, Fragezeichen. Ist klar, dass so 100% trifft und mich voll umhaut. Ah, gut, dass ich ausgesprochen habe. Ist wenigstens nicht eingetreten. Muhahaha in dein Gesicht. Okay, Ah. Ein neues Opfer. Bam! So. Wie viel Leben hat der kleine Frosch da jetzt? Das müssen wir jetzt... Das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Pass auf. Feuerpeitsche. Wer nicht tot? Das ist nicht gut. Dass er nicht tot wäre. So. Ja, natürlich komme ich nicht an Sid ran, ne? Das ist natürlich sehr fatal. Naja. Komme ich an diesen hässlichen Bob daran? Kann ich den angreifen? Natürlich nicht. Finde ich voll scheiße. Gut, dann muss ich mich wohl dem da widmen. Deshalb muss ich gleich irgendwie mit einem Heiltrank oder so versorgen. Mal sehen, wie ich das mache. Nein. Sicherlich nicht Adele treffen, also... Das wäre der letzte, was mir noch fehlen würde. Ja! In dein Gesicht, du kleiner behinderter Spassi! So. Ja. Der, wenn denn der haut richtig rein, den müssen wir mal irgendwie lahmlegen. Und irgendwie klappt das mit blind heute. Irgendwie geht das ganz gut ab. Boah, aber ohne Spaß, das ist doch noch voll viel Leben, ey. Irgendwas komisches im Auge, ey. Gar nicht klar.
Ohne Spaß, wieso zieht er so viel mit seinem Buch ab? Wie geht das denn? Ja, ja, mach du mal weiter Schutz, du. Da habe ich gar kein Problem mit. Also, aber ich frag mich ja, wie ist das denn, Bam! Ja. Stöhne ruhig rum. Wenn ich jetzt den Fettsack angreif, ja? Der beschützt den ja. Und er hat ja als Reaktionsfähigkeit Konter. Würde ich denn damit in seinen Konter laufen? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich gehe mal davon aus, dass er es hier treffen lässt und dann voll kontert halt, ne? Und ich will halt nicht riskieren unbedingt. Haha! Also es war taktisch schon mal nicht dumm von mir, den so auszuschalten. Vor allem zweimal blind zu machen. Ach Gott. Okay, so langsam sollte ich mir schon Sorgen um meinen kleinen Zit machen. Um meinen kleinen Zit. So. Suggestion darf ich ja nicht, weil das würde mir voll den Vorteil versauen und das möchte ich nicht. Gut, du stehst mir da im Weg, Fotze. Ja, verschleiert mich da mal ruhig. Sollen wir mein Ende machen? Ja, besser ist das. So. So. Perfekt wäre natürlich, wenn ich dich jetzt voll erwische und dann auch inaktiv mache. Oder den auch. Schade, hat zwar nicht ganz funktioniert, wie ich das wollte, aber... Egal. So, ich glaube, beste Idee wäre jetzt... Oh Gott, ich habe nur noch so... das ist gar nicht mal schlimm, weil wenn wir hier gewonnen haben, kann ich mal schnell neu kaufen. Das ist nicht so das Problem. Ja, guck mal. 200 passt super. Explosion! Schluck es! Oh yeah! Wunderwasser. Es bewirkt Wunder. Was eine geile Werbung, oder? Dafür muss ich mich einfach selber loben. Oh yeah! So Jason, sag was du kannst. Also gar nix. Ich könnte ihn angreifen. Würde damit aber hart riskieren, dass ich eine Konterattacke in die Fresse kriege, die aber auch verfehlen könnte. No risk, no fun. Fuck. Du dreckiges Schwein! Aus dem Hinterhalt, ohne Spaß. So, Victor, zeig, was du kannst. Oh, scheiße. Komm, das trifft nie im Leben. Das hat nur 30%. Wenn das jetzt trifft, ne, dann bin ich sehr, sehr... böse. Oh nein, lass mein... Ey, komm, ganz ehrlich, lass meinen verfickten Kampfmagier in Ruhe. Ja! Du blöder Penner.
Jetzt kriege ich jetzt den Konter? Nee. Interessant. Geht der Parler jetzt tot? Fragezeichen. Nein. Interessant.